Hey Leute, willkommen zurück zum NFL-Wochenende in Madden NFL 23, Woche 16. Das Eröffnungsspiel, die Jacksonville Jaguars gegen die New York Jets, fand heute früh um 2:15 Uhr deutscher Zeit statt. Die Jacksonville Jaguars haben 19 zu 3 gegen die New York Jets gewonnen. Sie haben in New York gespielt bei den Jets zu Hause im MetLife Stadium. Und bevor wir hier loslegen, gucken wir doch mal auf letzte Woche. Zuerst fangen wir mit den Jacksonville Jaguars an. Die haben nämlich zu Hause gespielt im TIA Bank Field gegen die Dallas Cowboys. Haben sie gewonnen in der Verlängerung 40 zu 34. Das war ein spannendes Spiel. Und die New York Jets haben gegen die Detroit Lions 20 zu 17 verloren. Da hatten die Jets auch schon zu Hause gespielt. Und ich versuche hier mit den New York Jets gegen die Jacksonville Jaguars zu gewinnen, beziehungsweise mindestens mehr als 3 Punkte in dieser Partie zu erreichen. Und dafür stelle ich hier erstmal alles ein. Ich habe natürlich noch nie mit den New York Jets gespielt, geschweige denn mit den Jacksonville Jaguars. Also, das wird hier sehr, sehr interessant werden. Und es war mitten in der Nacht bei uns. Hat das hier noch ein anderes Stadion? Nö, okay. Gut, dann legen wir mal los. Und da sind wir im MetLife Stadium. Da sind die zwei Helme. Und ich glaube, die flatternden Tücher kriegen sie nie gefixt. Stimmt, das ist ja ein Division Game. Nee, halt, stopp. Kein Division Game. Die sind alle beide in einer anderen Division. Aber es ist ein AFC-Duell, weil beide sind in der AFC drinne. Und ja, dann fangen wir doch mal an hier. Und die Offense von den Jacksonville Jaguars kommt als erstes aufs Feld. Okay, dann mal los. Auf alle Fälle ist es ein AFC-Duell, kein Division-Duell. Und hier Trevor Lawrence. Die Stats vom Quarterback der Jacksonville Jaguars. Da besprechen sie sich nochmal und wir legen jetzt hier los. Mal gucken, wie wir uns so schlagen. Hier auf der Schwierigkeit All Pro. Mal schauen, was tun sie hier denn als erstes. Sie machen ein Runplay, was wir auch sehr, sehr schnell stoppen können. Das ist sehr gut. Übrigens eine Empfehlung für
alle Madden-Video-Fans da draußen. Der Franchise-Part, wo ich mit den Seattle Seahawks gegen die New Orleans Saints angetreten bin, das war ein sehr, sehr spannendes Franchise-Video. Das kann ich euch gerne ans Herz legen. Und da haben die Jacksonville Jaguars ein neues First Down bekommen. Somit sind sie jetzt hier in unserer Hälfte mit drinne. Sie machen eine Ballübergabe mit dem Run Play und wir konnten sie stoppen. 3 Yards haben sie nur gewonnen. Weiter geht's hier. Wir kommen hier leider nicht durch. Eieiei. Da haben sie das neue First Down. Und das Momentum ist zu den Jacksonville Jaguars gewandert. Unsere Fans hier zu Hause, ja, die sind schon langsam ungeduldig. Oh Gott. Die werden schon langsam ungeduldig hier. Und ich sollte mal so langsam aber sicher anfangen, mich hier zu konzentrieren, denke ich mir mal. Und zu gucken, was die denn hier machen. Trevor Lawrence. Er visiert immer sehr, sehr sichere Passempfänger hier an. Weil irgendwie immer jemand frei steht. Runplay. Sehr gut. Konnten wir sehr schnell erkennen. Zweiter und Goal für Jacksonville. Mal gucken, ob wir das jetzt so beibehalten können. Wenn sie zum Beispiel nochmal ein Runplay versuchen, was sie hier auch versuchen. Dritter und Goal. Sehr gut. Noch einmal oder halt zweimal. Jetzt könnten sie aber ein Passspiel raushauen. Ein Passspielversuch wagen. Oder sie stellen gerade nochmal um. Ja, das wird ein Passspiel. Und das war der Touchdown. Sehr knapp, aber das war der Touchdown für die Jacksonville Jaguars. Schade. Naja, es ist halt auch noch genug Zeit für uns. Mal gucken. Das sind ja zwei Franchises, die ja sehr nah beieinander sind. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, sage ich jetzt mal. Sie sind auf Augenhöhe. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und das war ein guter Return. Und jetzt gucken wir uns die Stats von unserem Quarterback an. Nämlich von Mike White. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir denn jetzt hier so als erstes Play uns hier aussuchen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit einem Passspiel an. Erstmal gucken, wie hier die Offense funktioniert. Oh, schade. Den hätte er fast gehabt, den Ball. Okay. Probieren wir mal unser Runplay aus, wie das denn so funktioniert. Mal gucken, ob das besser geht. Eieiei. Dritter und 8. Das sieht schon mal nicht nach einem guten Drive von unserer Seite aus. Aber wir haben ja jetzt noch hier einen Versuch. Bei den vierten Versuch würde ich noch nicht ausspielen. Dafür ist es noch viel zu früh im Spiel. Und wir haben ein neues First Down gerade zu bekommen. Okay. Das war knapp.
War auch vielleicht ein bisschen riskant geworfen von mir. Mal gucken, ob das jetzt hier besser läuft. Er steht frei, hat ihn gut gefangen und neues First Down. Das war sehr gut gerade. Ein Runplay müssten wir mal hier dazwischen sträuben. Dazwischen ansetzen. Und das lief schon mal besser als das andere Runplay, was wir hatten. Okay. Jetzt aber wieder ein Passspiel. Das Passspiel hatte ja gerade gut funktioniert gehabt. Die Passformation. Deswegen spiele ich jemand anderes an, beziehungsweise diesmal. Und das hat auch gut geklappt. Schönes Big Play. Unser Passing Game ist gerade gut. Oh. Wir müssten jetzt ein Fake auspacken, oder? Nee, es ging gerade noch so gut. Okay. Hätte ich nicht gedacht. 3 Yards für ein neues First Down. Und da ist frei für uns oder auch nicht. Dritter und Inch. Ah. Mal schauen, ob wir das jetzt zu einem neuen First Down verwandeln können oder nicht. Und es geht gut. Erster und Goal. So, das erste Quarter ist jetzt vorbei, würde ich sagen. Wir warten die Zeit ab und gucken uns die Statistiken an. Okay. Es spricht für die Jacksonville Jaguars noch. Aber unser Return war besser als von denen. Deswegen verfälscht das so ein bisschen die Statistiken. Wir probieren es mal mit dem Passspiel hier. Im zweiten Quarter. Und da steht er frei oder auch nicht. Eieiei, das hätte klappen können. Probieren wir es mal zur anderen Seite hin, zur rechten Seite statt zur linken Seite. Mal gucken, ob das jetzt gut geht. Ah. Eieiei. Bis jetzt ging beides nicht gut. Beides war auch, glaube, mein Fehler oder so. Das Passspiel muss jetzt sitzen. Bloß keine Panik auf der Titanic hier. Und da ist unser Touchdown. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Elijah Moore. Ich meine, wie man den Namen ausspricht. Aber ich glaube, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Oh, super. Ich sehe schon wieder nicht, wo der Ball hinfliegt, aber alles gut. Ausgleich 7 zu 7. Und somit haben wir schon mehr Punkte erzielen können als das Team in Real Life. Hier bleibt es weiterhin spannend in Madden NFL 23. Trevor Lawrence kommt wieder aufs Feld mit seiner Offense. Und unsere Defense ist jetzt auch wieder hier. Dementsprechend auf dem Feld. Und versucht den ersten Drive zu verhindern. 2007. 3 Yards Raumgewinn schon mal für die Jaguars. Ist zum Glück schon mal zu Anfang nicht so viel, aber jetzt haben sie ein neues First Down erzielen können. Unsere Fans beschweren sich schon wieder, schreiben uns wieder ab. Wir müssen das Gegenteil beweisen. Oh, da stand er schon wieder frei.
glaube, wir müssen darauf wirklich aufpassen, dass wir nicht alle nach vorne stürmen. Das ist irgendwie so eine Schwäche unserer Defense, würde ich mal sagen. Oh, da rennt sich jemand frei. 2006. Das konnten wir diesmal sehr gut sehen. Wir müssen vorausschauen, denken und handeln. Und den richtigen Spieler hier anvisieren. Dritter und eins. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Runplay. Oder holen sie den Pass raus? Für das eine Yard, ich weiß es nicht. Sie holen den Pass raus. Und er wirft sonst wohin. Vierter und eins. Oh, Verletzungspause von uns. Eieiei. Irgendwie sein Handgelenk oder so. Gar nicht gut. Und sie spielen Vierter und eins aus. Das müssen wir jetzt verhindern. Mit einem Runplay. Probieren sie es. Oh, und sie kommen leider durch. Und sie rennen zum Touchdown. Was ist denn das? Wie ist das denn jetzt passiert? Na, klasse. Egal. Ich weiß auch nicht, wer zu Anfang der zweiten Hälfte den Ball bekommt. Auf alle Fälle liegen wir jetzt wieder mit 7 Punkten zurück. Puh. Okay. Wir rennen wieder und diesmal ein besserer Return. Ein viel besserer Return als der andere. So. Zweiter Drive unserer Offense. Mal gucken, ob wir wieder so gut durchkommen. Auf alle Fälle 3 Yards. Schon mal 3 Yards gut gemacht hier. Weiter geht's hier. Mal gucken. Wir probieren es mal jetzt mit der Seite. Okay, dritter und zwei. Natürlich ist das Playbook jetzt weit geöffnet, aber wir probieren das Runplay. Und probieren jetzt damit jetzt das neue First Down. Und da haben wir es. Da haben wir es bekommen, Gott sei Dank. Es geht weiter zur 2-Minute-Warning. Es geht rasant voran. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Ich habe X gedrückt, aber mein Quarterback hat gerade sonst wen geworfen. Okay. Das darf nicht nochmal passieren. Oh, das ist ein Fehler gewesen oder auch nicht. Was für ein Big Play. Das hat mich selbst überrascht jetzt. Aber ich beschwere mich nicht. Richtig geiles Play. Und wir machen natürlich den Kick. Statt die Two-Point-Conversion. Wir wollen natürlich jetzt wieder hier ausgleichen. Und das klappt. Sehr schön. 14 zu 14. Somit hat jetzt Jacksonville wieder den Ball. Zumindest gleich. Sie rennen bestimmt nicht und starten jetzt wieder an ihrer eigenen 20. So, der Drive ist jetzt besonders wichtig hier für uns. Sehr gut, 2010. Weil wir wissen ja nicht,
wer zu Beginn der zweiten Hälfte den Ball kriegt. Da sollten wir schon versuchen, irgendwie in Führung zu gehen, auch wenn's nur 3 Punkte wären. Dritter und 10. Was machen sie jetzt? Passspiel. Vierter und 6. Und sie müssen punten. Sehr gut. 2-Minute-Warning. Sehr schnell den dritten Drive hier beendet. Okay. Das wird eine gute Field Position, oder? Ah, naja. Aber wir haben zumindest das Momentum auf unserer Seite. Wir haben zumindest jetzt die Fans auf unserer Seite. Jetzt müssen wir es nur noch nach Hause bringen. Eieiei, wir dürfen das doch jetzt nicht vermasseln. 2016. Ei. Ich möchte zumindest in Field Goal Reichweite kommen. Oh. Dritter und 9, die erste Timeout von den Jacksonville Jaguars. Somit haben sie uns einen Gefallen getan, sage ich jetzt mal. Weil wir jetzt mehr Zeit zum Überlegen haben, was wir denn so machen. Das ist jetzt ganz wichtig und das muss jetzt auch klappen. Wir probieren es damit aus. Somit müssten wir auch sicher ein First Down kreieren. Ah, oh, schade. Puh. Somit müssen wir jetzt doch den Ball abgeben. Das war nicht so gut. Da wurden wir genauso schnell rausgenommen, wie wir die Jaguars rausgenommen hatten. Wir haben aber noch das Momentum auf unserer Seite. Aber die Jaguars sind fast in unserer Hälfte drinne. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Oh nein. Zweite Timeouts von den Jaguars. Das verlangt wieder hier alle Nerven ab, das Spiel so gefühlt. Okay, 2010. Was passiert als nächstes? Er rennt selber. Er rennt selber zum neuen First Down. Er verliert den Ball. Fumble. Und jetzt müssen wir rennen. Jetzt müssen wir rennen. Okay. Okay. Puh. Hu, 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 hu. So schnell haben wir den Ball wieder. Das haben wir jetzt gebraucht. Jetzt dürfen wir es bloß nicht vermasseln. Wir haben ein neues First Down und sind in der Hälfte von den Jaguars. Wir machen eine Timeout. Wir machen eine Timeout. Wir haben noch 9 Sekunden. Da mussten wir jetzt schnell handeln. Wir können noch ein Passspiel oder sowas in der Art machen. Aber dann müssten wir auch das Field Goal schießen. Okay, 3 Sekunden. Wir sind in einer guten Position. Wir könnten jetzt natürlich das Risiko gehen und auf den Touchdown gehen, aber das Risiko ist meiner Meinung nach viel zu groß. Deswegen schießen wir aus 24 Yards jetzt das Field Goal. Oh Gott, und es geht daneben.
Weil ich, wie gesagt, keine Anzeige habe. Wir hätten jetzt in Führung gehen können. Oh Gott. In that first half, and they were able to have some success throwing the football against the secondary. Look for that to continue as they try to break this deadlock. Both teams making their final adjustments for the second half to come. And to bring the action your way, we go back to MetLife Stadium and Brandon God. Okay, coach, yeah, adjustments likely gonna play a big role. So, wir dürfen den ersten Drive in der zweiten Hälfte machen. Das ist sehr gut. Mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Oh, wir machen ein Return-Touchdown. Geil, richtig geil. Wir hätten auch schon in der ersten Hälfte fast einen gehabt. Wow, ich bin sprachlos. Und somit führen wir jetzt mit 21 zu 14. Das Momentum voll und ganz auf unserer Seite. Und jetzt bekommt der Ball die Jacksonville Jaguars. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Puh! Das ging gerade so schnell, die 10 Sekunden. Alter. Somit haben wir einen richtig großen Vorteil. Und den sollten wir jetzt bloß nicht verlieren. Er rennt immer noch. Er rennt immer noch. Zweiter und drei jetzt. Für die Offense der Jacksonville Jaguars. Boah, ich bin gerade voll aus der Puste so gefühlt. Pass spielt, er kommt an. Jetzt haben sie ein neues First Down. So gefühlt beeinflusst das jetzt gerade die Offense nicht von den Jacksonville Jaguars. Ja, im Gegenteil, sie kommen gerade stärker zurück oder auch nicht. Zweiter und 13 für die Jaguars. Oh, wir haben jetzt gerade große Lücken in der Defense mit der Aufstellung. Oder? Das Spiel. Oh nein. Halt ihn auf. Dritter und vier. Okay, wir müssen jetzt wieder enger zusammenrücken. Wir könnten den Drive jetzt schon beenden. Und das geht daneben, der Pass. Sehr gut. Somit müssen sie punten. Mal gucken, was wir jetzt für eine Field Position bekommen. Kommen wir da hin? Nein. Okay. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir sind an unserer 20. Wir können jetzt mit diesem Drive ja zu einem Two-Score-Game voranschreiten. Beziehungsweise unseren Vorsprung ausbauen. Gerade bin ich auf dem Weg. Mein erstes Spiel auf All-Pro-Schwierigkeitsgrad zu gewinnen. Aber mit einer Fast-Interception hätten wir den Traum schon fast wieder zerstört. Wir müssen uns trotzdem noch weiterhin anstrengen. Hier kann alles passieren. Und selbst meine Stimme kann hier flöten gehen. Dritter und 17.
Nicht, dass ich jetzt hier gleich hier und jetzt die Karma-Schelle kassiere. Weil ich meinen Mund viel zu voll nehme. Und ich mich gerade hier nicht aufs Spiel konzentriere. Vierter und eins. Wir müssten jetzt eigentlich mit dem Punt gehen. Ich könnte auch auf Risiko gehen, aber ich weiß, dass unsere Defense gut ist. Und wir haben den Ball gespottet. Wir haben den Ball an der 8-Yard-Line gespottet. Okay. Runplay machen sie. 2008. Das war ein schneller Stopp. Zweites Play ihres neuen Drives. Runplay wieder. Dritter und sieben. Nur ein Yard kamen sie voran. Drittes Play ihres neuen Drives. Das wird ein Passspiel diesmal. Lawrence im Bedrängnis. Und der Ball kam nicht an. Somit müssen sie aus der eigenen Endzone punten. Und wir starten in der Hälfte von den Jacksonville Jaguars. Das ist eine sehr, sehr gute Field Position jetzt für uns. Eine bessere bekommen wir hier nicht. Ah, schade. Er hatte ihn in der Hand gehabt, den Ball. Aber wir müssten jetzt so langsam aber sicher mal wieder ein Runplay rausholen, finde ich. Weil die Defense wusste so langsam aber sicher, dass wir ständig hier auf die Passspiele gehen. So. Das dritte Quarter neigt sich langsam dem Ende zu. Ein sicherer Passspielversuch für 3 Yards. Weiter geht's hier. Ah, die Interception. Das war ein dummer Fehler von mir jetzt. Das war ein dummer Fehler von mir. Wir hätten zu einem Two-Score-Game ausbauen können. Den Fehler nehme ich jetzt auf meine Kappe. Wir hätten mindestens auf 24 Punkte erhöhen können mit einem Field Goal. Ich mache trotz alledem, dass wir in Führung sind und das Momentum auf unserer Seite ist, trotz alledem mache ich noch sehr arge Fehler, die noch eine Konsequenz haben können. Damit könnte ich sogar unseren Sieg verspielen. Oh, er kommt nämlich durch. Eieiei. Erster und 10. Sie sind fast in unserer Hälfte. Oh nein, sie sind in unserer Hälfte jetzt. Sie haben wieder Selbstbewusstsein dazu verdient. Alter, haben sie viele Rushing Yards. 100. So. Letztes Quarter. Es kann noch alles passieren. Es kann sein,
dass ich jetzt schon den Sieg verspielt habe. Mit meinen ganzen Fehlern im dritten Quarter. Weil wir hätten viele Punkte machen können und jetzt kommt die Interception. Sehr gut. Wir konnten ihren Drive zunichte machen. Wir haben jetzt nochmal eine Chance bekommen, um unsere Führung auszubauen. Wir hatten schon sehr, sehr viele Chancen, hier unsere Führung auszubauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das darf ich nicht nochmal machen. Das darf ich nicht nochmal machen. Er steht sicher frei für uns. Wir müssen jetzt so langsam aber sicher wieder die sicheren Passspiele rausholen. Okay. So kann es gerne weitergehen. Was war das gerade? Was haben die zwei Spieler da gerade gemacht? What the fuck? So. Wen spielen wir denn an? Oje, das war keine gute Entscheidung. Beziehungsweise er stand noch nicht bereit. Nicht zu 100% bereit, so wie es gerade aussah. Er stand schon wieder nicht bereit. Irgendwie finde ich gerade, dass es sehr schwer zu spielen ist mit dieser Offense. Aber jetzt! Neues First Down. Jetzt haben wir es doch mal wieder geschafft. Endlich. Okay. Sichere Anspielstation 2006. Wir gehen mal mit der Empfehlung mit. So, was passiert denn jetzt hier? Abgefälscht, 3. und 6. Incomplete. Wir müssen jetzt eigentlich auf den Touchdown gehen. Eieiei. Okay. Okay. Wir gehen auf das Field Goal. So ungefähr würde ich mal sagen. Ah, viel zu weit nach rechts. Weil ich die Markierung nicht habe, wo der Ball hinfliegt. Das ist schon sehr belastend. Es bleibt weiter bei den Run-Score-Game. Run-Play können wir gerade so stoppen, 2001. Immer diese Man-Verteidigung, was sie uns hier vorschlagen. Oh, Runplay. Gott sei Dank konnten wir sie schnell stoppen gerade. Zumindest für diesen Versuch. Das Spiel. Er sieht jemanden freistehen. Fast sind sie drinne in unserer Hälfte. Wir kommen der Two-Point-Conversion immer näher. Ah, nein! Sie haben ein neues First Down.
Oh Gott, das sieht gerade stark danach aus, als könnten sie den Drive umwandeln zu einem Touchdown. Und dann würden sie eine Two-Point versuchen. Und das ist der Touchdown. Zay Jones schon wieder. Nee, okay. Sie gehen auf den Extrapunkt. Vielleicht probieren sie dann jetzt den Onside-Kick oder sowas in der Art. Auf alle Fälle ist das Momentum wieder auf ihrer Seite. Nee, sie punten. Wir rennen wieder. Ah, schade. Diesmal keine Lücke zum Return-Touchdown. Jetzt sind wir natürlich im Zugzwang. Zweiter und sechs. Für uns. Weiteres Passspiel. Jetzt müssten wir eigentlich mit der Zeit spielen. So ein bisschen. Was mach ich denn? Was mach ich denn gerade hier? 2 minute warning. Boah, da kriege ich ja schon selber Kopfschmerzen. Ein Runplay wird uns vorgeschlagen. Ja, ich möchte aber das Passspiel machen. Dritter und 13. Kurz noch umstellen hier. Und da ist das neue First Down. Sehr gut. Okay, das haben wir gerade gebraucht. Wir gehen wieder zurück, was uns der Coach sagt. So langsam aber sicher finde ich mich hier zurecht im Spiel. Und das ist das neue First Down für uns. Machen das. So. Nein. Incomplete. Unser Kicker für das Field Goal macht sich auch schon mal bereit, macht sich da schon mal warm. Okay. Die Feed-Goal-Linie wird auch schon hier angezeigt. Oh Gott, dritter und 10 jetzt. Eieieiei, der Pass muss jetzt sitzen. Der Pass muss jetzt sitzen. Wir sind nicht in Feed-Goal-Reichweite. Wir sind nicht in Field Goal Reichweite. Oh Gott. 58 Yards. Oh Gott. Komm, 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 bitte. Oh, Kacke. Die Jacksonville Jaguars haben noch zwei Timeouts. Wir haben noch drei.
Der Pass kommt nicht an. Der Kicker von denen macht sich schon mal bereit. 36 Sekunden noch. Oh, sie haben ein neues First Down. Sie benutzen ihre zweite Timeout. Eieiei. Run Play. 2010. Noch ein paar Sekunden. Sie bewahren sich ihre letzte Timeout auf für das Field Goal. Wir können ihn stoppen. 3.12. Timeout von den Jacksonville Jaguars. Okay. Ich hätte gedacht, die schießen jetzt das Field Goal. Okay, machen sie. Komisch, wie das gerade aussah. Die Aufstellung. Und sie schießen daneben. Sie schießen daneben, genauso wie wir. Noch eine Sekunde. Es ist noch eine Sekunde auf der Uhr. Oh Gott. Das Ding geht in die Verlängerung. Das Ding geht in die Verlängerung. Das letzte Quarter ist vorbei. Es geht in die Verlängerung. Okay. Das durfte ich jetzt nicht entscheiden. Ich durfte keine Auswahl treffen. Okay, unsere Offense kommt aufs Feld. Das Momentum ist noch auf der Seite von den Jacksonville Jaguars. Das dürfen wir jetzt nicht verkacken. Wir hätten es fast verkackt. Die Field-Goal-Linie wird angezeigt. Und für das neue First Down die Linie wird angezeigt. 3. und 3. Digga. Jeder von uns hat zwei Timeouts. 4. und 3, das müssen wir ausspielen. Wir dürfen nicht punten, das müssen wir ausspielen. Wir müssen jetzt Risiken eingehen. Wir müssen jetzt auf Risiko spielen. Nein. Sie haben eine gute Field Position. Och. Wir kommen durch oder auch nicht. Wir kommen nicht durch. 2010 für die Jacksonville Jaguars.
Noch fast 5 Minuten auf der Uhr. Noch etwas mehr über 5 Minuten. Wir kommen hier leider nicht durch. Doch kommen wir. Dritter und 10. Zonenverteidigung. Passspielversuch. Wir setzen ihn unter Druck. Vierter und 19. Sie versuchen das Field Goal. Das müssen wir aufhalten. Das können wir nicht aufhalten. Ach, fuck! Wir haben viel zu viele Chancen verspielt. Wir hatten größtenteils das Spiel in der Hand. Wir hätten das Game gegen die Jacksonville Jaguars mit den New York Jets gewinnen können. Hätte ich nicht so viele Fehler gemacht in den einzelnen Drives, die ich hatte. Ich hatte mit diesem Team das Potenzial, die Jacksonville Jaguars zu besiegen. Wir hatten auch ungefähr genauso lange den Ball, unsere beiden Teams. Aber nun gut, Leute, ein sehr, sehr spannendes Spiel geht zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein weiteres spannendes Madden NFL 23 Spiel zu verpassen. Und ja, ciao, ciao.